Claudia, danke für die Intro und freut mich, dass ihr alle heute dabei seid. Es geht um Do's und Don'ts von der Gründung bis nach erfolgreichem Investoren-Pitch. Könnte man relativ viele Founders-Classes mit füllen? Deswegen werde ich im Laufe des Vortrags auch immer mal wieder so ein bisschen einordnen, was wir jetzt gerade nicht besprechen, was aber an anderer Stelle auch auf unserem YouTube-Kanal oder dann in anderen Founders-Classes noch passieren wird. Wir fangen an mit einer ganz, ganz kurzen Einleitung. Dann geht es darum, das Dauerbrenner-Thema, wie die Claudia es genannt hat, Fehler vor der ersten institutionellen Finanzierungsrunde. Und dann gehen wir nochmal auf den Investoren-Pitch ein, eher so auf diese subjektiven Themen. Klar, man kann irgendwie einen Pitch-Deck vorbereiten, man kann einen Finanzplan vorbereiten, aber was kann während des Pitches auf einer, vielleicht nicht auf einer Sachebene, sondern auf einer Ebene drunter irgendwie passieren, dass man mit so einem positiven Gefühl rausgeht als Investor und auch als Startup? Das ist die grobe Agenda und die Einleitung halt der Gründerfonds. Warum machen wir das eigentlich oder warum trauen wir zu, uns auch diese Seminare zu machen? Wir sind einer der aktivsten Seed-Investoren in Europa, je nach Statistik, die man befragt, und investieren seit 2005 jetzt schon in 3 Fonds, haben 66 Erstinvestments gemacht, jede Menge Folgefinanzierungsrunden und dementsprechend, ja, freut es uns, dass wir jetzt diese Vorträge haben, um auch euch ein bisschen was zu erzählen, was wir tagtäglich sehen und was aus unserer Sicht eben euch weiterhelfen kann, um auch Teil des Hertie Gründerfonds oder jedes anderen Venture Capital Portfolios zu werden. Unser dritter Fonds noch ganz kurz. Wir investieren in der Seed-Phase aus dem dritten Fonds in Unternehmen bis zu 3 Millionen pro Unternehmen über die Vielzahl an Finanzierungsrunden und zu 600.000 bis zu 1 Million in der ersten Finanzierungsrunde. Und was viele Startups von uns sehr schätzen, ist unser wiederum Investorennetzwerk, bestehend aus vielen spannenden Corporates, die in unseren Fonds investiert sind und natürlich ein inhärentes Interesse daran haben, mit Startups in Kontakt zu treten, mit unserem Portfolio zu interagieren und gemeinsam sich weiterzuentwickeln. Einordnung des Themas. Wir haben ja, das Thema war ja Do's und Don'ts von bis zur ersten Finanzierungsrunde. Und es geht ja klassisch, wenn man sagt, man gründet jetzt ein Venture Capital oder man gründet erstmal ein Unternehmen und möchte eine Venture Capital Finanzierung aufsammeln, einsammeln. Darum braucht ein Team, man braucht ein Thema. Dann geht's los, man gründet das Unternehmen. Auch hier können schon erste Fehler passieren. Gehe ich später drauf ein. Man sichert die erste Finanzierung, sei es über eigene Mittel, über Business Angel, über Förderung, vielleicht ein kleiner VC. Hier ist das Thema dann wieder, auch da können Fehler passieren und auch da ist der Investoren-Pitch, deswegen habe ich hier mal so beide Themen markiert, einer der wesentlichen Erfolgskriterien, um jetzt erstmal in den Beteiligungsprozess zu kommen. Danach müssen natürlich auch die Inhalte und die Substanz überzeugen. Dann entwickelt ihr ein Produkt, MVP, testet den Markt, gewinnt Kunden und dann seid ihr in der Phase, wo wir als halt der Gründerfonds klassisch investieren als institutioneller Investor und auch viele andere institutionelle Investoren, ist es so ein bisschen die Schwelle, dass man sagt, es gibt ein Produkt, das kann vom Kunden genutzt werden, die Grundfunktionalitäten gibt es, aber man kann sozusagen zeigen, dass der USP gebraucht wird. Es gibt einen ersten Markt, es gibt erste Kunden und dann geht es eben darum, jetzt eine institutionelle Anschlussfinanzierung sicherzustellen. Und da wir aus diesem Kontext kommen, sind viele der Themen, auf die wir jetzt gleich auch schauen werden, aus dieser Perspektive heraus. Es gibt natürlich auch Serialinvestoren. Es gibt Serialinvestoren, die dann vielleicht ein bisschen anderen Fokus haben. Bei uns geht es darum, es geht um ein Seed-Investment, es geht um ein erstes institutionelles Investment und was kann bis dahin falsch gemacht werden und was ist im Pitch um dieses Geld entscheidend. Genau, das ist mein Lieblingsthema. Ich habe da auch eine Founders Class zu gemacht, wenn ihr dann ein bisschen, da ging es um 10, vielleicht habe ich hier die Top 5 rausgenommen. Lieblingsthema vielleicht ein bisschen irreführend. Es ist mir ein Herzensthema, weil häufig kommen Startups zu uns mit einem Top-Gründerteam, einer super Idee, auch einer ersten Markttraktion. Wir als Hightech-Gründerfonds sind begeistert. Das Team sucht eine Finanzierungsrunde und in den ersten Gesprächen fällt dann auf, okay, es sind leider jetzt bei der Gründung, bei der ersten Finanzierungsrunde oder auch schon vor der Gründung ein paar Themen so schief gelaufen, dass es ein Venture Capital Investment deutlich erschwert oder sogar dazu führt, dass wir leider absagen müssen. Und um dem entgegenzuwirken, weil das ist ja niemandem geholfen, uns auch nicht, wir wollen ja eigentlich auch diese Themen finanzieren, habe ich damals gesagt, okay, ich mache mal so eine kurze Zusammenstellung der
klassischsten oder häufigsten Fehler, die wir in unserer täglichen Arbeit sehen, und beginne hier direkt mit der am ehesten auch in den letzten Wochen schon auch mal wieder zu einer Absage geführt hat, dass eine Gesellschafterstruktur, ein Cap Table, so fragmentiert ist schon bis zur ersten institutionellen Finanzierungsrunde, dass wir, ich habe es hier nachhaltig genannt, dass wir sagen, okay, es macht eigentlich keinen Sinn, in diese Struktur noch zu investieren. Es kann sein, weil ein Company Builder irgendwie 60% hält, weil jemand, der die Idee hatte, viele Anteile hält und dann irgendwie ein Management-Team von Anfang an draufgesetzt hat und ihn mit so ein paar Anteilen incentiviert hat. Es kann passieren, ich habe es hier mal deutlich überzeichnet, dass vielleicht eine Softwareentwicklungsagentur schon Anteile hält, die dann damals dann nicht mit Geld, sondern mit Anteilen bezahlt wurden, dass ein Business Angel schon 20% hält über die erste Finanzierungsrunde, dass ein Gründer ausgestiegen ist, der immer noch 10% hält, und dass eigentlich das Resultat, was das Entscheidende ist, dass die operativen Geschäftsführer, meistens auch noch gleichzeitig Gründer, eben schon früh nicht mehr die Mehrheit an ihrem Unternehmen halten. Hier haben sie noch 50%, aber vielleicht in anderen Fällen dann noch 40 oder vielleicht in anderen Fällen auch 60, ist ganz egal. Es geht darum, dass wir schauen, dass nach der Seed-Finanzierungsrunde und dann nach der nächsten Finanzierungsrunde die Gründer noch so im Idealfall so um die 50% halten, und man kann solche Gesellschafterstrukturen nur mit viel Mühe und Arbeit umstrukturieren, und manchmal geht es auch gar nicht mehr. Dementsprechend die Message zu mitnehmen, schaut ganz genau, dass ihr versucht, selektiv Anteile in der frühen Phase rauszugeben. Klar kriegt ein Business Angel, wenn er investiert, Anteile, aber solche Deals, zum Beispiel Softwareagenturen, die dann Anteile nehmen, vielleicht auch irgendwelche Berater, die sagen, wir beraten euch für Anteile, dass ihr da wirklich schaut, brauche ich das wirklich, kann ich das irgendwie anders abdecken. Der zweite Punkt hier auf der Slide, IP im Unternehmen, es ist halt der Gründer von Namen schon drin. Wir investieren fast ausschließlich in innovative, technologiegetriebene Startups, und häufig kommt diese Technologie und auch die IP, also das Wissen aus Forschungseinrichtungen, aus Universitäten, vielleicht wird was bei einem Arbeitgeber entwickelt, bei einer Softwareentwicklungsagentur, kommt häufiger mal vor, die dann sagen, okay, eigentlich machen wir Dienstleistungsgeschäft, aber jetzt haben wir so eine gute Idee, die haben wir hier irgendwie entwickelt als Produkt und die wollen wir jetzt ausgründen. Und diese Technologie, die entweder aus einer Universität heraus entstanden ist, aus dem Forschungsinstitut oder aus irgendwelchen anderen dienstleistungsbezogenen Kontexten, die muss eben im Unternehmen liegen. Dass ein Venture Capital Investor sagt, okay, ich investiere in ein Konstrukt, da ist das Team da, da ist das Know-how da, da ist eben auch das Eigentum dieses Know-hows, dass ich eben ein gesamtheitliches Konstrukt habe, was ich dann auch nach vorne hin weiterentwickeln kann, in das ich investiere, und dass ich dann, da kommen wir später auch nochmal kurz zu, auch ganzheitlich eben verkaufen kann am Ende, weil auch ein Käufer von einem Unternehmen wird ja wieder die Frage stellen, was kaufe ich eigentlich? Habe ich alles, was ich brauche, um dieses Unternehmen fortzuführen? Kaufe ich das alles mit oder gibt es irgendwie Lizenzen, die irgendjemand gegeben hat, die dann wieder zurückfallen als Beispiel? Also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Schaut, wenn ihr ausgründet, dass ihr früh mit den Personen sprecht, mit denen ihr glaubt, sprechen zu müssen, dass ihr eine Lösung findet, was passiert, wenn ihr eine Finanzierungsrunde dann macht mit der IP, mit der Lizenz, die ihr vielleicht dann bis dahin noch nutzt. Ist auch ein Thema, zum Beispiel, wenn ihr Freelancer einstellt, ist kein so gravierender Punkt, aber ist auch ein Punkt, den wir häufig sehen, dass mit Freelancern gearbeitet wird, da eigentlich keine ordentlichen Verträge da sind, wem eigentlich der Code, den die jetzt gerade hier entwickeln, gehört, und auch da schaut drauf, dass ihr da Verträge habt, dass klar ist, das ist euer Eigentum im Endeffekt. Genau. Zwei weitere Fehler, die auch regelmäßig passieren und auch vor allem der dritte deutlich schwerer zu heilen sind, als man denkt. Es ist Best Practice und rate ich euch auch, wenn ihr ein Startup gründet, darüber über eine Beteiligungs-UG sozusagen an diesem Startup beteiligt zu sein. Und es gibt aber immer wieder Konstrukte, vor kurzem habe ich mit einem Kollegen dazu gesprochen, der hatte gerade so einen Fall, wo zwei oder drei Gründer eben sich eine Beteiligungs-UG teilen, die dann wiederum am Startup beteiligt ist. Und das ist, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt keine Venture Capital Finanzierung,
glaube ich, nicht schön, aber kein Riesenproblem. Das Thema ist, dass wir als Venture Capital Investoren zur Risikoabsicherung von unseren Investments bestimmte Klauseln in Verträgen haben. Was passiert, wenn ein Gründer aussteigt aus dem Unternehmen? Was passiert mit seinen Anteilen? Was passiert überhaupt mit Anteilen in diesen Beteiligungs-UGs? Wer hat sozusagen dann die Stimmgewalt über das Startup? Und wenn man sozusagen das obere Konstrukt, wovon ich abrate, deswegen auch die rote Markierung, wählt, dann sind diese Klauseln deutlich schwerer oder bis fast unmöglich umzusetzen. Die sind aber für uns wichtig. Und deswegen der Ratschlag: Gründet, wenn ihr über eine Beteiligungs-UG am Startup investiert werden sollt, als Gründer einfach oder als Gründerin eure eigene, und dann ist es überhaupt kein Thema. Der vierte Punkt ist ein bisschen weicherer. Es fällt immer wieder auf, wenn man mit Startups spricht oder mit Gründern, bekommt man manchmal das Gefühl, okay, woher haben die eigentlich die bestimmte Informationen? Warum gucken die so auf bestimmte Themen? Und manchmal findet man dann raus, dass im Hintergrund irgendwie ein Finanzierungsberater, jemand, der sagt, er kennt sich irgendwie mit Startups aus, aber vielleicht dann doch nicht ganz so viel Erfahrung hat. Oder auch ein Altgesellschafter, der schon investiert ist und das Maximale aus seiner Beteiligung rausholen will, ohne zu wissen, was er vielleicht für einen Schaden anrichtet. Die Gründer berät, die dann meistens eben noch unerfahren sind und in eine bestimmte Richtung lenkt, die aber weit weg von einem Marktstandard ist. Und dementsprechend einfach hier mein Ratschlag: Hinterfragt einfach über andere Gründer in Metropolregionen. Es ist natürlich sehr einfach, in anderen Regionen vielleicht ein bisschen schwerer. Wie wird eine Finanzierungsrunde strukturiert? Was sind wichtige Vertragsdetails, die in jedem Venture Capital Vertrag drinstehen? Was ist eine faire Bewertung? Ein bisschen schwieriger, aber kann man auch mal fragen: Wie viel Geld brauche ich eigentlich wirklich? Komme ja auch gleich nochmal zu. Und damit ihr einfach in den Markt rausgeht, dann im Fundraising mit einer abgestimmten Perspektive und wisst, das ist jetzt nicht komplett nicht marktkonform. Mir fällt kein besseres Wort ein. Genau, einfach hinterfragen. Und der fünfte Punkt: Wir sind ja Venture Capital Investor. Mir ist wichtig, an dieser Stelle nochmal zu sagen, Venture Capital, wenn man ein Unternehmen gründet, ist für ganz spezifische Geschäftsmodelle gedacht und für andere auch gar nicht zwingend notwendig. Plus, wenn ihr dann sagt, es ist ein Technologiethema, wir müssen bis zum Markteintritt viel Produkt entwickeln, Personen einstellen, haben da keine Umsätze, dementsprechend, es muss finanziert werden, Venture Capital wäre eine Lösung, dann schaut auch, wie viel Geld ihr wirklich braucht. In letzter Zeit passiert es mir relativ häufig, dass Teams sehr hohe Vorstellungen davon haben, was sie gerade einsammeln wollen an frischem Kapital, und dann nach einer bestimmten Zeit wiederkommen und sagen, ja, eigentlich brauchen wir aber nur die Hälfte. Oder dass wir sagen, okay, Annahme, ihr braucht jetzt 4 Millionen, passt, wir gehen jetzt in die Due Diligence, schauen uns die Finanzpläne an, schauen uns an, wie das Unternehmen sozusagen auch Vertrieb macht, wie man den Vertrieb skalieren kann. Und im Laufe des Prozesses kommt raus, okay, eigentlich diese 4 Millionen, die kriegt man jetzt gar nicht so allokiert, dass da direkt irgendwie ein Wert rauskommt. Das ist was natürlich negativ auf euch auch dann abfärbt als Gründerin, weil eure Aufgabe ja ist, einen Finanzplan aufzubauen, der natürlich einen gewissen Puffer drin hat. Ihr sollt jetzt nicht alles auf Kante nähen, aber wenn der Puffer 50% des Kapitalbedarfs ist, dann ist vielleicht in der Planung auch was falsch gelaufen. Genau. Das so viel zu den Fehlern. Und wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt, ihr habt diese Fehler alle nicht gemacht, idealerweise, und kommt jetzt an den Punkt, dass ihr eine institutionelle Finanzierungsrunde einsammeln wollt, dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Präsentation, dem Investoren-Pitch. Der Investoren-Pitch, werden wir auch gleich sehen, ist an den kritischen Punkten, wo wir uns als Investor die Frage stellen, gehen wir im Beteiligungsprozess weiter oder nicht, ausschlaggebend. Und deswegen wollte ich euch nochmal meine teilweise ein bisschen subjektive, aber über viele Jahre Erfahrung auch erhärtete Meinung mitgeben, wie man den erfolgreich gestalten kann, beziehungsweise auch falsch laufen kann. Und um das nochmal einzuordnen: Es gibt natürlich verschiedenste Arten von Pitch. Ihr müsst Kunden pitchen, ihr müsst auch den Mitarbeitern euer Unternehmen pitchen, vielleicht andere spezifischere Pitches zu bestimmten Branchenveranstaltungen, wie auch immer. In Summe einfach Key Takeaway: Guckt, für wen ihr pitcht, und bereitet den Pitch dementsprechend vor. Es passiert mir immer wieder, dass Startups pitchen und wichtige Punkte
für den Investoren unbeachtet bleiben, wo ich denke, okay, wenn ich jetzt ein Kunde wäre, ich hätte das Produkt verstanden, ich hätte verstanden, was die Technologie macht, alles schön und gut, für mich auch wichtig, aber ich habe keinerlei Idee, wie viel Geld eingesammelt werden soll, wie das Unternehmen sich mit diesem Investment nach vorne entwickelt, welche Meilensteine geschafft werden sollen. Und das sind natürlich für mich, um zu beurteilen, macht es jetzt Sinn, das Investment weiterzufolgen, wichtige Themen dementsprechend einfach fokussieren. Genau, und dann auch nochmal, um sozusagen den Scope dieser Founders Class nochmal abzustecken. Es gibt ganz kurze Pitches, 30 bis 90 Sekunden Elevator Pitches, die ihr auch in unserem Investmentprozess vielleicht mal braucht, wenn wir das erste Mal telefonieren. Es gibt dann, ich habe es Kurzpitch genannt, gibt schon auch eine schönere Bezeichnung dafür, diese 3 bis 5 Minuten dauern. Meistens, zum Beispiel, wenn wir jetzt das erste Mal mit den Teams sprechen, ist das wahrscheinlich das Format, was am ehesten greift. Und dann gibt es eben den richtigen klassischen Investoren-Pitch, wo wir schon das erste Mal mit euch gesprochen haben, wir auch das Pitch-Deck durchgearbeitet haben, vielleicht auch mal ein bisschen recherchiert haben, wie relevant ist das Thema, und wir sagen, okay, alles positiv, wir wollen euch besser kennenlernen, wir wollen euer Thema besser verstehen. Und das ist dann ein Pitch, 15 bis 30 Minuten, kann auch mal 45 Minuten dauern, wo man dann eben in die Tiefe, in die einzelnen Punkte reingeht. Und darum soll es heute gehen. Genau, das ist unser Investmentprozess. Ich habe gerade mal das andere einfach geskippt. Und ich wollte euch hier nochmal zeigen, wo eigentlich eine Art von Pitch relevant ist, eben bei der ersten Prüfung, beim ersten Telefonat, ein kurzer Pitch. Dann geht es darum, ja, ich habe es ja Partner-Pitch genannt, das ist eben dieser Pitch bei uns im Prozess, wo wir sagen, okay, es gibt ein Deal-Team, Investment Manager plus Partner oder Principal, Partnerin oder Principal, und die sollen beide überzeugt werden, das ist der Pitch, der so 15 bis 45 Minuten dauert. Dann gibt es nochmal einen Kurzpitch vom Team und dann nochmal vom Investment-Komitee. Und dementsprechend eigentlich an allen entscheidungskritischen Punkten ist der Pitch der ausschlaggebende Punkt, dementsprechend wichtig. Genau. Wie solltet ihr den Pitch, Investoren-Pitch oder wie solltet ihr ihn strukturieren? Es gibt im Internet jede Menge Pitch-Decks und Agenten von Pitch-Decks und das ist ein super roter Faden, um sich daran zu orientieren. Muss man das Rad nicht neu erfinden, sondern wenn ihr euer Pitch-Deck aufbaut und euer Pitch-Deck diese grobe Struktur habt, auf die ich gleich auch nochmal eingehen werde, dann ist das die Agenda für den Pitch. Und meistens ist es auch so, dass ihr in diesen Pitch durchs Pitch-Deck durchführt anhand dieser Agenda und man einfach dann an den Punkten, wo es Nachfragen gibt, einfach anhält, um diese Punkte zu klären und dann geht es weiter. Beginnen mit Problemlösung. Ich gehe jetzt nicht durch alle Punkte durch, sondern die, die ich fett markiert habe. Warum habe ich die fett markiert? Weil die aus meiner Sicht häufig einen Ticken zu kurz kommen. Es ist immer drin, wie sieht das Produkt aus? Es ist aber nicht immer explizit drin, wie sieht das Produkt in 5 bis 10 Jahren aus? Was ist eigentlich die Vision von eurem Startup, von eurer Gründung? Wie kann es richtig groß werden? Das ist für uns sehr wichtig, weil es ist ja ein sehr risikointensives Investment, ein Venture Capital Investment. Dementsprechend ist auch die Erwartungshaltung, dass wenn es klappt, ein großes Unternehmen daraus werden kann. Und dementsprechend ist klar, dass ihr am Anfang der Reise steht, wenn ihr nach einem Seed Investment sucht, aber dass ihr zumindestens ein Big Picture aufmalen könnt, wo es denn mal hingehen könnte, und wie dann ein richtig großes Unternehmen daraus werden kann. Die Vision. Der zweite fett markierte Punkt ist der Markteintritt. Häufig sind wir, ich habe es ja auch kurz markiert gehabt, wir sind an dem Punkt, wo es ein MVP gibt, wo ihr den Markt testet und vielleicht auch schon ein paar Sales- oder Marketingkanäle validiert habt. Und jetzt geht es darum, es gibt einen großen Markt, es gibt ein spannendes Kundensegment. Und was häufig ein bisschen zu kurz kommt, ist, wie akquiriert ihr eure Kunden? Welche Kunden sprecht ihr zuerst an? Über welche Kanäle geht ihr? Vielleicht habt ihr auch schon Kennzahlen, wie teuer ein Kunde ist, wie lange es dauert, einen Kunden zu gewinnen. All diese Informationen sind für uns wichtig und hilfreich, um eben zu beurteilen, wie weit ihr seid, wie viel schon validiert wurde und genau, wie spannend das Thema auch jetzt schon ist. Dann, man wundert sich manchmal, gibt es regelmäßig Pitch-Decks, wo ein Investment-Case fehlt, also wo steht, okay, wir brauchen folgendes Geld. So entwickeln sich unsere Finanzkennzahlen, folgende Meilensteine wollen wir realisieren, zum Beispiel bestimmte Produktfeatures, bestimmte Personen, die ihr einstellen wollt, Internationalisierungsthemen.
bestimmte Umsatzgrenzen, die ihr erreichen wollt. Und das ist natürlich der eigentlich wichtigste Punkt in einem Investorenpitch für uns, wo, dass man sieht, okay, wenn jetzt das Geld, was ihr einsammeln wollt, eingesetzt wird, wo landen wir dann am Ende? Also sehr wichtig, auch sich da Gedanken zu machen und es auch schön aufzuarbeiten. Und der allerletzte Punkt, den ich fett markiert habe, Exit, das Geschäftsmodell eines Venture Capital Fonds ist ein endliches. Wir setzen einen Fonds auf, wir investieren, wir deinvestieren und schließen den Fonds. Dementsprechend auch, muss euch bewusst sein, das ist aber, glaube ich, den meisten bewusst, es ist eine Partnerschaft auf Zeit. Die Zeit ist relativ lang, so 6, 7, 8, 9, 10 Jahre. Unser erster Fonds 2005 gestartet, auch da gibt es noch Beteiligung drin. Es muss aber eben klar sein, irgendwann müssen verkaufen wir unsere Beteiligung, weil das unser Geschäftsmodell ist. Wir verdienen ja kein Geld, wenn wir Beteiligung eingehen. Wir verdienen auch kein Geld über die Laufzeit der Beteiligung, sondern wir verdienen erst Geld, wenn das Unternehmen verkauft wird. Deswegen irgendwann muss es verkauft werden. Und ihr zeigt dadurch, dass ihr diesen Punkt im Pitch Deck habt als Agenda, dass ihr das Geschäftsmodell von uns verstanden habt. Und idealerweise zeigt ihr auch, dass ihr wisst, wer potenzielle Käufer sein könnten. Und das wird häufig vergessen. Also gerne aufnehmen, macht auf jeden Fall einen positiven Eindruck. Dann, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt ein Pitch Deck, es gibt diese Sachebene, so habe ich es jetzt mal genannt, zeigt vielleicht im Pitch noch eine Produktdemo, immer gut. Ihr habt einen Finanzplan, falls jemand eine konkrete Frage hat, wie viel Umsatz macht ihr in 18 Monaten. Ihr habt vielleicht ein paar KPIs aufgearbeitet über eure Sales-Kanäle. Ihr habt auch eine Pipeline, die man vorzeigen kann. Also alles Themen, die ich an eurer Stelle machen würde, die auch nicht immer da sind, ist aber jetzt nicht Fokus von dieser Ausführung gerade. Das ist die Sachebene. Wenn ihr das alles habt, dann habt ihr schon mal einen sehr guten und sauberen Investoren-Pitch abgelegt. Wenn ihr diese Themen beantworten könnt, die dazu kommen, wenn ihr ein bisschen was zeigen könnt, habt ihr auch Initiative gezeigt, komme ich gleich zu. Der zweite wichtige Punkt, der aber genauso entscheidend ist, ob wir weitermachen oder nicht, ist so ein subjektives, ich habe es in Beziehungsebene genannt, aber so ein subjektives Gefühl, was sich im Pitch einstellt, darüber, wie ihr als Gründerin zusammen interagiert, wie gut ihr vorbereitet seid, auf welche Themen ihr einen Fokus legt im Pitch, ob ihr proaktiv bestimmte Themen ansprecht, wie ihr auch die Fragen beantwortet, ob ihr sehr so ein bisschen rumeiert oder sehr präzise auf den Punkt kommt, vielleicht noch unterlegt mit einem Finanzplan oder einer Produktdemo und einer Pipeline. Das sind alles Themen, die am Ende natürlich den Eindruck in eine positive, aber auch in eine negative Richtung schwenken können. Und auf diese 6 Punkte möchte ich jetzt noch kurz eingehen. Genau. Was im Pitch überzeugt, so habe ich es genannt, eine ordentliche Vorbereitung ist eigentlich, würde man denken, muss man nicht jetzt noch mal extra erwähnen. Aber es macht einen sehr, sehr guten Eindruck, wenn ihr schaut, wer wird am Termin teilnehmen, kann man auch gerne nachfragen. Und zum Beispiel mal schaut, was haben die eigentlich für Portfoliounternehmen im Fonds, aber auch die einzelnen Personen, was für einen Fokus haben die, gibt es da Anknüpfungspunkte, dass man, genau, einfach, es ist eine gewisse Wertschätzung, fühlt man sich geschmeichelt und es hilft immer, und ist relativ wenig Arbeitsaufwand. Also würde ich euch auf jeden Fall raten, euch da zu informieren. Auch könnt auch gerne mal nachfragen, wenn dann dieser Pitch vereinbart wird. Wie viel Zeit haben wir ganz konkret? Gibt es bestimmte Bereiche, auf die ihr euch besonders fokussieren wollt? Von welchem Kenntnisstand können wir ausgehen, wenn wir in diesen Pitch reingehen, dass ihr wisst, okay, muss ich jetzt ganz, ganz vorne anfangen oder welches Grundwissen kann ich voraussetzen, um bestimmte Themen schon tiefer zu besprechen? Und dementsprechend verliere ich vielleicht, wenn ich nicht ganz vorne anfange, bestimmte Zuhörer direkt, was natürlich sehr blöd wäre. Genau, Gründerinneninteraktion. Es gibt meistens im Team jemanden, der das Fundraising federführend übernimmt. Macht auch Sinn, sollen nicht alle komplett geblockt sein. Der oder die Person machen auch dann die Erstgespräche am Telefon, führen so durch das erste Pitch-Deck. Wenn wir aber in diesen längeren Investoren-Pitch gehen, dann ist es schon eines der wesentlichen Ziele, das gesamte Team kennenzulernen. Und da ist es aus unserer Sicht wichtig, dass man sich einfach Gedanken macht, okay, wenn jetzt nur einer spricht im Pitch, aber zumindest, wenn Fragen kommen, wer antwortet auf welchen Fragenbereich, wer hat welche Verantwortungsgebiete vielleicht auch schon im Pitch, die er dann sozusagen vorträgt, dass man sich nicht ins Wort fällt, dass nicht einer sozusagen, es passiert tatsächlich häufig, dass nicht einer sozusagen
alle Fragen an sich nimmt und auch noch den Pitch macht und man dann am Ende von so einer Stunde sich gefragt, okay, da waren jetzt doch eigentlich 3 Personen im Termin, die können alle ein super starkes Profil haben und sich gut auskennen, aber es hat trotzdem dann irgendwie so einen komischen Beigeschmack, weil eigentlich wollte ich doch alle kennenlernen und es hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Also einfach darauf achten, dass ihr vielleicht auch den Pitch ein bisschen aufteilt oder zumindest sagt, okay, wenn eine Frage zu Produkt kommt, übernehme ich, wenn eine Frage zu Finanzen kommt, übernehme ich, dass ihr euch da auch nicht ins Wort fallt. Transparenz, auch die 3 Punkte sind eigentlich so die wichtigen, dann kommen noch mal 3. Der Pitch ist natürlich eine Verkaufsveranstaltung. Auch das Pitch Deck ist ein Verkaufsinstrument. Und jedem ist klar, dass das so ist. Nichtsdestotrotz solltet ihr Themen ansprechen, wo ihr wisst, dass wenn jetzt ein Investor in die Due Diligence geht, die auf jeden Fall auftauchen werden. Zum Beispiel, es fehlt ein Teammitglied oder ein Teammitglied wird das Unternehmen jetzt bald verlassen. Oder was besonders häufig passiert im Bereich, irgendwie, welche Kunden gibt es schon? Wie viel Umsatz passiert eigentlich schon, dass man da dann nicht im Pitch sagt, ja, wir haben eigentlich diese ganzen Logos, es gibt ja auch diese Logo-Seiten im Pitch Deck und wenn man dann in den Datenraum schaut, gibt es dann einen unterschriebenen Vertrag aus all den Logos und die anderen, überspitzt gesagt, habt ihr mal auf der Straße getroffen und habt mal kurz euer Unternehmen vorgestellt. Also ist klar, es ist ein Verkaufsinstrument, aber nicht so weit überverkaufen, dass wenn dann die Investorinnen sagen, wir wollen da tiefer reinschauen, dann so eine komplette Ernüchterung eintritt. Passiert wirklich häufig. Also da so eine Balance schaffen. Und was auch wichtig ist, klar, im Beteiligungsprozess wollt ihr euer Startup verkaufen und wir wollen uns verkaufen, dass wir in euer Startup investieren dürfen. Und wenn es aber alles gut läuft, dann haben wir eine gemeinsame Roadmap nach vorne und es macht dementsprechend durchaus Sinn, gemeinsam zu überlegen, wenn ein Teammitglied fehlt, wie können wir es ersetzen, wenn ein bestimmtes Know-how fehlt, wie können wir es ins Unternehmen dazu holen, über Berater, wie auch immer, dass man das frühzeitig anspricht und dann schon ab einer gewissen Zeit im Beteiligungsprozess sozusagen diese Denkweise annimmt, okay, wir gehen jetzt davon aus, dass wir miteinander jetzt die nächsten Schritte gehen, investieren. Wie setzen wir das Unternehmen so auf, dass es maximal wahrscheinlich ist, dass wir da erfolgreich sind? Genau. Initiative zeigen hatte ich kurz angesprochen. Es macht immer einen sehr guten Eindruck, wenn ihr mal kurz das Produkt zeigt, in einem Produkt, wenn wir im Produktteil des Pitch Decks sind, wenn ihr einfach auch in eine Pipeline springt und zeigt, wir haben unsere Prozesse im Griff. Warte mal. Irgendwas ist jetzt gerade passiert. Genau, passt wieder. Genau, dass ihr einfach sozusagen proaktiv bestimmte Themen vorbereitet habt für den Pitch, in die man einfach reinspringen kann. Ich finde es immer super, wenn man eine Frage stellt, dann sagt man, ja, wir haben ja mal was vorbereitet, schaut man, das ist unsere Sales Pipeline zum Beispiel. Mut zur Lücke, auch da, wer sind die Teilnehmer im Pitch, was ist der Fokus, was ist der Kenntnisstand? Jedes Startup hat einen sehr, sehr großen Markt im Pitch Deck. Man muss jetzt nicht 10 Minuten lang sozusagen den Total Addressable Markt, den globalen Markt, die Markttrends ausdiskutieren, wenn man weiß, okay, ein ganz wichtiger Punkt dieses Pitches ist, dass wir nochmal ins Geschäftsmodell reinschauen. Also dann so ein bisschen überlegen, wo kann man auch mal einfach was weglassen und sagen, ja, Markt, das ist unser Markt, können wir gerne tiefer darauf reingehen, wenn ihr eine Frage habt, aber lasst uns jetzt lieber weiterspringen. Nutzt das Backup gerne. Auch für Slides, wenn eben eine Frage kommt, auch wieder, da haben wir was vorbereitet. Und viele Investoren werden euch ähnliche Fragen im Fundraising-Prozess stellen. Das heißt, wenn ihr dann nur 2, 3 Investoren Pitches gemacht habt, habt ihr auch ein gutes Gefühl dafür, was wahrscheinlich eine Frage sein wird und könnt dementsprechend da einen Fokus drauf setzen und andere Themen eher mal weglassen. Q&A, wenn eine Frage kommt, im Investoren-Pitch und auch gerne, wenn ihr Fragen stellt, schauen, dass ihr da knackig drauf antwortet, nicht ewig ausdiskutieren, und vielleicht auch nochmal unterlegen mit ein paar Zahlen oder mit einer gewissen Evidenz. Ich habe es ja auch reingeschrieben. Es ist ganz wichtig, dass ihr könnt auch Fragen stellen, ihr könnt auch uns challengen. Zum Beispiel letztes Mal hatte ich einen Pitch, da hat jemand gefragt, was bringt ihr eigentlich mit? Könnt ihr eigentlich mal eine Intro in euer Portfolio machen? Ich will verstehen, wie ihr arbeitet. Überhaupt kein Problem, macht es gerne. Also nutzt diesen Fragen- und Antwortteil im Investoren-Pitch, den gibt es immer auch
da für eure Fragen zu adressieren und für euch ein gutes Gefühl mitzunehmen. Ist das jetzt ein Fit in der Phase, in der wir gerade sind, der Investor, oder eher nicht? Also es ist komplett legitim, uns da auch zu challengen. Und ist nicht nur legitim, sondern ich finde es auch positiv. Also wenn da auch ein bisschen Pushback kommt, auch eine Frage vielleicht mal ein bisschen provokanter formuliert, ist überhaupt kein Problem, macht es gerne. Und am Ende, wenn diese 6 Punkte, die ich jetzt, ich gehe nochmal auf den Slide zurück, genannt habe, wenn ihr die für euch nutzt und dann auf der Sachebene noch überzeugt, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben hoch, dass, wenn man sozusagen durch unseren Beteiligungsprozess durchgegangen ist, dass dann auch ein positives Bild bleibt, auf beiden Seiten. Und genau, das war's in der Kürze der Zeit. Jetzt, wie gesagt, zu vielen der Themen kann man einzelne Founders Classes machen. Wie sieht ein Pitch Deck aus? Was sind da wiederum die Do's und Don'ts? Wie sieht ein Beteiligungsprozess aus? In welchen Prozessschritten sind welche Punkte relevant? Wie sieht ein Beteiligungsvertrag aus? Wie sieht ein Termsheet aus? Da haben wir auch teilweise auf unserem YouTube-Kanal Videos. Also schaut da gerne mal rein. Und wie Claudia am Anfang gesagt hat, wir bereiten ja auch noch weitere Themen vor. Und falls euch bestimmte Themen besonders interessieren, sagt uns einfach auch Bescheid. Genau, das sind meine Kontaktdaten. Wenn ihr ein Startup-Gründer, eine Startup-Gründerin, eine Gründer seid, in die Seed-Runde geht, meldet euch gerne bei mir. Ich sitze in Berlin. Und ansonsten, genau, hier noch mein Portfolio. Ein Punkt, den ich noch anbringen will: Wir haben im Berliner Büro eine Open Pitch Feedback Session. Das ist eine Veranstaltung, die jeden ersten Freitag im Monat stattfindet, wo ihr den Investoren-Pitch in eher einer kürzeren Form, 5 Minuten, einfach mal üben könnt. Ihr könnt euch da anmelden. Die einzige Hürde ist, ihr solltet ein Pitch-Deck hochladen, dass wir wissen, ihr habt euch zumindest schon mal vorbereitet. Und dann könnt ihr einem meiner Kollegen einfach mal pitchen und ihr kriegt Feedback auf den Pitch. Nicht auf die Idee, weil dafür ist die Zeit viel zu kurz, aber auf den Pitch: Was will ich weglassen? Was will ich in den Vordergrund rücken? Welches Slide sieht vielleicht nicht so gut aus? Welches Slide sieht gut aus? Und aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, es nicht zu nutzen. Deswegen hier nochmal Werbung dafür. Meldet euch gerne an, ist aktuell noch remote. Das heißt, selbst wenn ihr nicht in Berlin sitzt, könnt ihr daran teilnehmen. Und das war es auch von mir. Dankeschön fürs Zuhören. Danke, Louis, super. Und genau, die Pitch-Feedback-Session kann ich tatsächlich auch sehr empfehlen. Genau, für alle, die das Tool noch nicht kennen, es gibt auch in diesem Steuerungspanel gibt es eine Fragenfunktion, wo ihr sehr gerne ab jetzt, ihr konntet das auch schon während des Vortrags, es sind tatsächlich auch schon Fragen reingekommen, eure Fragen stellen, die ihr an Louis habt, genau im Steuerungspanel unter der Fragenfunktion gerne ja, losschießen, was euch so auf dem Herzen liegt. Ich würde einfach mal einsteigen. Ich habe gesehen, die Fragen, die bisher gekommen sind, die sind genauso bunt gemischt. Ja, wie du gesagt hast, man könnte zu allem noch mal ein extra Thema machen. Ich würde einfach mal mit der ersten anfangen. Eine Frage von Risa: Wenn die IP nicht im Unternehmen ist, ist eine Exklusivlizenz auch noch gut? Ja, es ist halt auch immer wieder, also ist besser als nichts. Wie gesagt, ich glaube, auch da muss man dann nochmal genau schauen, wie ist diese Exklusivlizenz ausdifferenziert. Ist besser als nichts. Und ich meine, wir haben auch solche Investments schon gemacht. Aber es ist eben dann ja deutlich kontroverser, als wenn man das vorher ganz klar geregelt hat. Also ich würde immer empfehlen, zu versuchen, dass man eben die IP komplett überträgt. Wenn das nicht geht, eine Exklusivitätslizenz, die unendlich läuft, dann muss man vielleicht auch nochmal regeln, was passiert, wenn das Unternehmen mal verkauft wird. Also da ist einfach ein Rattenschwanz an Themen dran, wie das auch ausdifferenziert ist, den man sich idealerweise spart, wenn man eben vorher zum Beispiel, ich weiß nicht, wo eure Lizenz herkommt, klar geregelt hat, was passiert, wenn man das Unternehmen ausgründet oder was passiert, wenn man jetzt da externes Geld einsammelt. Kann ja auch sein, sehen wir auch nicht gerne, aber haben wir auch schon mal gesehen, dass dann vielleicht irgendwann eine Sonderzahlung fällig wird bei einem Exit oder was auch immer, aber dass man es einfach klar geregelt hat. Super, dann eine weitere Frage von Resa. Ist eine Beteiligungs-UG ratsam? Wie steht ihr dazu, wenn die Gründer direkt beteiligt sind ohne Beteiligungs-UG? Beides gut. Ich glaube, es sind ja Steuerthemen. Ich bin kein Steuerberater, aber
Aber ich habe mir sagen lassen, dass es auch sinnvoll ist, über eine UG zu investieren. Aber für uns ist es egal, ob ihr in eine UG investiert oder nicht. Das ist ja euer Thema im Endeffekt, wenn dann das Unternehmen verkauft wird. Was eben nicht passieren soll, das ist eben die Message, die ich mitbringen wollte, dass nicht drei einzelne Personen über eine UG am Startup beteiligt sind. Aber ich glaube, in meinem Portfolio, wenn ich mal so überlege, ist es so ziemlich genau 50-50 bei Startups, wo die Gründer direkt beteiligt sind und Startups, wo die Gründer über eine UG beteiligt sind. Okay, dann eine Frage von Dennis. Meine Frage wäre, wie bewertet man die Markttraction? Gibt es hierfür gute KPIs, auf die ihr achtet, wie zum Beispiel Umsatz über Zeit, Anzahl der Kunden, Marktanteile? Das ist super schwer. Die Frage kommt jedes Mal. Warum ist es schwer? Weil ja jedes Geschäftsmodell auch ein bisschen anders ist. Ja, wir haben ja eine sehr breite Range von Startups, die viel, viel Investitionen tätigen mussten, um überhaupt in ein Produkt zu kommen, was mal von einem Kunden getestet werden kann, wo vielleicht auch dann, wenn es fertig ist, eine Lizenz mehrere hunderttausend Euro kostet, bis hin zu einem E-Commerce-Marktplatz, jetzt mal auf der komplett anderen Seite, wo technisch, ja, kannst du alles als Baustein, jetzt überspitzt gesagt, kann man alles als Baustein kaufen, dann kauft man noch ein bisschen Inventar, dann macht man ein bisschen Online-Marketing und dann hat man Umsätze und auch Kunden. Und dementsprechend in dieser Bandbreite befinden wir uns ja jedes Mal, dass man sich fragt, okay, wie anspruchsvoll ist es eigentlich, diesen Kunden zu gewinnen? Wie viel Arbeit ist es überhaupt, ein Produkt zu entwickeln, was einen Kunden gewinnen kann? Was ist auch ein Lizenzvolumen? Und wenn man jetzt zum Beispiel jetzt auf der ganz linken Seite ist, wo man sagt, oder links in meinen Gedanken, man sagt, es ist ein sehr investitionsintensives Produkt gewesen, um überhaupt einen Kunden zu gewinnen, dann investieren wir schon auch sehr früh, wenn es einen Pilotkunden gibt oder eine gemeinsame Entwicklungspartnerschaft mit einem etablierten Unternehmen, um das Produkt an den Markt zu bringen. Wenn man jetzt auf der anderen Seite des E-Commerce-Marktplatz, erstmal würden wir da nicht rein investieren, das ist nicht unser Fokus. Als halt der Gründerfonds an den reinen E-Commerce-Marktplatz, irgendwas Cleveres muss schon dran sein, würde man schon signifikant aber Traction sehen wollen, auch wahrscheinlich schon sehen wollen, was sind die Marketingkanäle, die funktionieren. Und wir befinden uns, wenn wir investieren, meistens irgendwo in der Mitte, wo wir sagen, es ist ein Produkt, wo eben Entwicklungsleistung reingeflossen ist, was nicht direkt an den Markt gehen konnte. Und da ist so eine Range, die wir sehen, und das ist jetzt wieder, es soll nicht eingewertet klingen, aber wir sehen so 2.000, 3.000 € monatlichen wiederkehrenden Umsatz bis irgendwie 50.000 wiederkehrenden Umsatz, und danach ist es wahrscheinlich auch kein Seed-Unternehmen mehr und davor ist es wahrscheinlich auch kein Seed-Unternehmen. Genau. Und die Kenngröße, das hast du ja gerade gehört, relevant wiederkehrender Produktumsatz. Projektumsätze sind schön, aber nicht zwingend replizierbar. Deswegen, wir schauen uns immer an, was sind vertraglich vereinbarte Umsätze, idealerweise in einem wiederkehrenden Modell, wenn es denn überhaupt ein wiederkehrendes Geschäftsmodell ist. Ja. Super, dann machen wir mit einer Frage von Raphael weiter. Im Exit-Fall verkaufen dann alle oder halten die Gründer auch weiterhin Anteile und bleiben im Unternehmen? Auch verschieden. Also ich habe keine Statistik, wie es bei uns im Portfolio ist. Ist auch häufig ein Thema, was eher dann vom Käufer getrieben ist, der dann sagt, okay, ich kaufe zwar das Unternehmen, ich kaufe auch alle Investoren raus, aber ich möchte, dass die Gründer noch einen Teil, also noch ein bisschen Anteil am Unternehmen halten, an dem was gekauft wurde. Ist auch abhängig von der Art des Verkaufs. Es gibt ja auch sogenannte Secondary-Transaktionen, wo Finanzinvestoren Anteile von Finanzinvestoren zum Beispiel von uns abkaufen und dann das Unternehmen eigenständig weiterentwickeln wollen. Dementsprechend gibt es da keine pauschale Antwort. Aber meistens ist es, also ich habe drei Exits gemacht, so war es eigentlich immer so, dass man gesagt hat, okay, der Käufer kauft 100% der Anteile, also kauft wirklich alle raus. Und die Gründerinnen, die sind natürlich immer ein wertvoller Bestandteil dieses Kaufs für den Käufer. Die werden dann irgendwie incentiviert über Anteile am Käufer. Oder auch irgendwelchen bestimmten Boni, wenn sie eine bestimmte Zeit bleiben. Genau, aber und das ist schon der häufigere Fall. Also so ein 100% Verkauf ist, glaube ich, schon häufiger, ohne dass ich jetzt eine ganz konkrete Statistik aus unserem Portfolio dazu habe. Super, danke. Dann eine ganz kurze Frage von Bernd. Beteiligungs-UG must have? Das hatten wir ja gerade kurz, nicht zwingend. Wie gesagt, ich glaube, uns ist es egal.
egal. Hauptsache, ihr habt keine so eine verkorkste Struktur, wie ich es gerade angesprochen habe. Am Ende ist es ja was, wie ihr persönlich dann ja, agieren wollt zukünftig. Muss nicht sein. Kann sein. Dann genau, deine Werbung für die Pitch-Feedback-Session. Genau, da sind jetzt ein paar Rückfragen gekommen. Ich weiß gar nicht, Luis, kann man auch, eine Frage ist unter anderem, ob man auch nur zuschauen oder zuhören kann. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, genau. Also, das ist schon der explizite Mehrwert der Veranstalter. Das ist eine 1-zu-1-Situation. Also, ihr pitcht dem Investment Manager eure Idee und kriegt individuelles Feedback. Und wir haben mal ein bisschen rumexperimentiert, aber es ist deutlich offeneres Gespräch, wenn es eben diese 1-zu-1-Situation bleibt. Okay. Und genau, noch eine weitere Frage, die jetzt häufiger kam, ob die Teilnehmer den Link zum Pitch-Training erhalten können. Ich werde euch den Link dazu für die nächste Veranstaltung, die geplant ist, werde ich euch auch mit in die Recap-Mail. Also ihr bekommt nach der Veranstaltung eine Mail, wo Handout und Video drin ist und da werde ich euch auch ja, die Pitch-Feedback-Session drin verlinken. Genau, dann machen wir das auf dem Wege. Und dann würde ich jetzt direkt mit einer Frage weitermachen. Eine Frage von Nikolas. Venture Capital im D2C-Bereich auch sinnvoll? Boah, eine sehr spezifische Frage. Wir haben tatsächlich einer unserer erfolgreicheren Investments war ein D2C-Unternehmen, es war die Emma, die Matratzen, kennt ihr vielleicht. Und ich glaube, es kann sinnvoll sein. Wir haben auch schon andere Deals gesehen, die wir da nicht gemacht haben. Ich überlege gerade, was so ein Kriterium wäre, wo ich sagen würde, es ist sinnvoll. Ich glaube wahrscheinlich, wenn man gezeigt hat, wie man grundsätzlich die Kunden gewonnen hat und dann sagt, okay, ich habe einen positiven Deckungsbeitrag auf den Kunden und möchte jetzt einfach schneller wachsen oder ich habe vielleicht eine Idee, wie ich in weitere Märkte seines Zielkunden und auch regionale Märkte expandieren kann. Ich habe so eine Art Blaupause entwickelt, und um die anzufinanzieren, sammle ich Venture Capital ein. Also es wäre jetzt meine Antwort. Ich glaube, es kann sinnvoll sein. Machen ja auch andere. Wir haben es, wie gesagt, auch schon mal finanziert. Ich glaube, wie gesagt, diese beiden Kriterien, es muss ja irgendwo zu einer Skalierung führen, die ihr sonst nicht hinbekommen würdet. Und wenn ihr da Ideen habt, dann ist es bestimmt sinnvoll. Ja. Super, danke. Dann machen wir mit einer Frage von von Patrick weiter. Frage zu Fehler 1. Die Gesellschafterstruktur. Wird die Vergabe von Silent Shares Options auch negativ gesehen? Nee, es ist ja immer nur eine, ich gehe nochmal kurz zurück, ist mir auch wichtig. Es werden häufig, es gibt Mitarbeiterbeteiligung. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt keinen einzigen Share ausgebt. Es geht bloß darum, so ein bisschen unsere Perspektive sagen eben, wir haben unsere Erfahrung zeigt, dass eine komplette Interessensgleichheit Investor und Gründer natürlich eher gegeben ist, wenn wenn alle Parteien darüber, über den Wert der Anteile incentiviert sind. Und wenn man jetzt sagt, in jeder Runde verwässern die Gründer ja weiter. Und man sagt, okay, sie sind jetzt schon in diesem Fall bei 50%, jetzt gibt es eine Seed-Runde, geben sie 20, 30% ab, sind auch irgendwie bei 35%, dann gibt es eine Serie A, geben sie nochmal irgendwie 20, 25% ab, sind sie irgendwie, müsste ich jetzt ausrechnen, bei 25%. Und irgendwann führt es eben dazu, dass man, ja, dass die Anteile alleine nicht mehr der Treiber zwingend sind, auch das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und es führt einfach zu schlechterer Performance. Das haben wir gesehen in unseren, wir haben ja relativ viele Portfoliounternehmen auch gehabt und haben auch immer noch. Und wir sehen einfach, je länger die Gründer Mehrheit der Anteile halten, desto besser ist es für alle. Und deswegen sehen wir eben solche Themen kritisch. Aber klar, ihr könnt gerne irgendwie virtuelle Anteile abgeben an Key-Personen, vielleicht auch, die jetzt nicht im Teil des Gründerteams sind, aber relevantes Wissen als Mitarbeiter mitbringen. Auch vielleicht mal an einen Business Angel, an einen Berater, aber macht es einfach, ja, bewusst und sorgsam. Das ist die Aussage. Dankeschön. Eine Frage von Tobias. Sie haben einen Professor, der Gründer sein soll, will, aber nicht direkt im operativen Team sein wird. Wie groß sollte der Anteil am Unternehmen maximal sein? Würde ich zurückfragen, was ist der Mehrwert des Professoren? Kann man das irgendwie quantifizieren? Warum ist der überhaupt dabei? Und wenn man da gute Antworten drauf findet,
Ist jetzt wirklich schwer, da eine Zahl zu sagen, aber ich sag mal eine Zahl, wo ich nachfragen würde, wäre auf jeden Fall über 10%. Und ich sage mal eine Zahl, wo mir es wirklich komplett egal wäre, wenn ich drauf schaue, wo ich sage, okay, ist jetzt so bei diesen 2, 3% und idealerweise auch noch drunter. Also ihr solltet auf keinen Fall, sollte es zweistellig werden, idealerweise einstellig. Und dann ist es aber, wie gesagt, schwer, jetzt so eine Pauschalaussage zu treffen, weil wenn ihr sagt, der Professor, weiß ich nicht, der arbeitet trotzdem noch, ihr habt vereinbart, der arbeitet eine gewisse Zeit im Unternehmen trotzdem, oder hat noch mal, es werden Anteile ausgegeben für bestimmte Kontakte oder für bestimmte Umsätze, die über sein Netzwerk kommen. Es ist noch mal eine komplett andere Diskussion, also muss man wirklich im Detail reinschauen. Okay, dann machen wir weiter. Wie sieht es mit eine, Sven, eine Frage von Sven: Wie sieht es mit Technologie-Startups aus, die auf reinen Business-Modell-Innovationen aufbauen und nicht zwingend auf speziellen IPs basieren? Ist das für den HTGF überhaupt interessant? Ja, unser Fokus ist aber ein anderer. Also wir sind ja fairerweise ein sehr, sehr großer Fonds. Wir machen ja so 40 Investments pro Jahr. Aber jetzt ist gerade alles ausgegangen. Und dementsprechend schließen wir nicht Sachen komplett aus. Aber wenn man mal schaut, sind so, ich würde mal schätzen, 95% unserer Unternehmen sind schon Unternehmen, wo eben eine Produktinnovation hinter ist. Und es sind B2B-Unternehmen. Jetzt haben wir ein paar B2C-Unternehmen und auch ein paar, wo es eher um Businessmodell-Innovation geht. Dementsprechend machen wir auch, aber ist nicht unser Fokus. Aber ausschließen tue ich es nicht. Super, dann mache ich mit einer Frage von Oskar weiter, zur Rechtsform. UG oder GmbH, gibt es aus eurer Sicht Vor- und Nachteile? Also ne, wir immer, wenn es institutionelles Geld gibt, wird eine GmbH gegründet. Also eine UG ist ja auch haftungsbeschränkt, 1000 Euro, aber ich glaube, die meisten Gründer machen es schon alleine nach der Außenwirkung gegenüber der Kunden, die dann sagen, wenn da, weiß nicht, XY GmbH steht, ist es vertrauenserweckender, als wenn da XY UG steht. Dementsprechend eigentlich kann man machen, mit dem institutionellen Investment machen wir auch manchmal, dass man dann die GmbH gründet und dann die Kapitalerhöhung in der GmbH macht. Aber früher oder später, wenn ihr eine gewisse Größe erreicht, würde ich eine GmbH empfehlen. Super. Dann eine Frage von Patrick. Wie sieht es mit Gründern aus, die nicht zu 100% im Startup arbeiten, sondern nur an einem Tag in der Woche? Würde das immer zum Nachteil des Startups gewertet? Was sind deine Erfahrungen? Ja, würde zum Nachteil des Startups gewertet. Warum? Also erstmal, ja, und dann wieder Abstufung. Die Frage, dann ist die Frage, wer ist das erweiterte Gründerteam? Wie viele Anteile hält diese Person? Wenn es jetzt zum Beispiel jemand ist, der sehr, sehr spezifisches Wissen hat, ein Gründer ist und der irgendwie, weiß nicht, 2, 3% der Anteile hält, dann ist es so. Wenn es jetzt jemand ist, der irgendwie anteilsmäßig komplett identisch zu den anderen Gründern ist, die nicht nur einen Tag in der Woche, sondern wahrscheinlich 7 Tage die Woche am Startup arbeiten, dann wäre es ein Thema. Und dann, genau, die Frage ist ja dann auch immer so ein bisschen, wenn man den Gründer gleichberechtigt präsentiert, stellt man sich als Investor natürlich schon die Frage, okay, warum arbeitet er nur einen Tag die Woche im Startup? Ist die Überzeugung nicht da? Was sind die Themen? Also es würde auf jeden Fall viele Fragen aufwerfen. Okay, dann mache ich mit einer Frage von Sören weiter. Ist es ein K.O.-Kriterium, wenn es nur einen Gründer 100% Anteile gibt und das Team aus Partnern und Nichtgesellschaftern besteht? Es ist kein K.O.-Kriterium, aber es ist nichts, was wir gerne sehen. Also wir haben auch schon in Einzelgründer investiert, es ist aber die Ausnahme. Und es hat nichts mit dem, also erstmal meine feste Überzeugung ist, dass idealerweise ein Gründerteam eben aus 2 bis 3 Personen, vielleicht auch einer mehr besteht, so zu viele sollte es auch nicht sein, die komplementär aufgestellt sind. Keiner kann alles alleine. Und es ist einfach ein Risiko, was auf alle anderen Risiken, die man als Venture Capital Investor
eh schon eingeht, obendrauf kommt, was ist, wenn dir was passiert, was ist, wenn, weiß ich, jetzt flapsig gesagt, du die Lust verlierst, was ist, wenn dann später rauskommt, dass du eben auch niemanden wirklich hast für ein Sparring. Ich hatte mal ein Team, das war eine Struktur, war nicht ganz Einzelgründer, aber eine sehr ungleiche Verteilung der Anteile. Und es war einfach deutlich schwieriger für die Person, die sozusagen mehr Anteile hatte, auf Augenhöhe bestimmte Themen, Gesellschaftsthemen zu diskutieren. Und dementsprechend war es auch deutlich schwieriger für uns als Investor, da schnell und pragmatisch bestimmte Punkte durchzuarbeiten. Also es ist ein Rattenschwanz wieder an Themen dran, die es eben nicht hätte, wenn es ein komplementär aufgestelltes Team wäre. Deswegen schließt es nicht aus, aber machen es ungerne und selten. Super. Eine ganz kurze Frage von Daniel. Pitch Deck lieber auf Deutsch oder Englisch? Ist uns egal. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich irgendwann was gründen würde, würde ich es auf Englisch machen, weil verstehen alle. Und dann gibt ja auch Fonds und Mitarbeitern Fonds, die Englisch deutlich besser beherrschen als Deutsch. Super. Dann eine Frage von Richard. Welche Rolle spielt für euch die Anzahl der Gründer? Vergleich 1, 2 oder 3 Gründer? Ja, ich habe gerade schon kurz angesprochen, einer schwierig, zwei komplett fein, drei auch super, vier in Ordnung, wenn es mehr. Ich hatte auch schon mal ein Team, die hatten irgendwie 8 Gründer, würde ich dann nicht mehr machen. Also ich glaube, so zwei, drei ist so, ist ja auch, glaube ich, in fast allen Teams mehr oder weniger so zur Seed-Phase ideal, vielleicht vier. Maximal, wenn man das gut argumentieren kann und alles darunter und darüber ist, das müsste man sich ganz genau anschauen. Okay, dann machen wir mit einer Frage von Matthias weiter. Was sind angemessene Gehälter, die man sich als Gründer weiterzahlen kann? Genau, hier wurde ein konkretes Beispiel von 60.000 Euro genannt. Kann man sich das weiterzahlen mit dem VC-Geld oder muss man deutlich runtergehen? Jede meiner Fragen, jede meiner Antworten beginnt damit, dass man sich das ganz genau anschauen muss. Ich glaube, man muss da so ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja Gründerteams, die kommen oft aus der Uni und haben auch noch nicht, zum Beispiel keine familiären Verpflichtungen, keine Kinder, vielleicht irgendwie keinen Kredit für eine Immobilie oder sonstige Finanzierungsverpflichtungen. Wenn da dann von Anfang an, wenn jetzt hier ein 23-Jähriger aus der Uni sagt, ich will jetzt auf einmal 60.000 verdienen, das ist ja auch wahrscheinlich, je nach Fachgebiet, so das Einstiegsgehalt bei einem Industrieunternehmen, sage ich, okay, würde ich jetzt nicht direkt sehen. Wenn jetzt irgendwie, und das ist häufiger so, jemand kommt, der so 2, 3, 4 Jahre in einem Job gearbeitet hat, der auch schon ein bisschen Familie hat, finde ich 60.000 Euro komplett fein. Und dementsprechend, wir gucken da schon, es ist niemandes Interesse, wenn die Gründerinnen gucken müssen, wie sie über die Runde kommen. Aber es ist in aller Interesse auch der Gründerteams, dass möglichst viel Investment in das Unternehmen fließt. Und das ist eben die Abwägung im Endeffekt. Und ich glaube, weiß nicht, wie deine Lebenssituation ist, aber wenn jetzt ein 35-Jähriger kommt, irgendwie 8, 9 Jahre Arbeitserfahrung, wahrscheinlich dann im Job schon einen Ticken mehr verdient und auch bestimmte Verpflichtungen, ist 60.000 Euro komplett fair. Ja. Super, vielen Dank für die Antwort. Dann mache ich mit einer Frage von Richard weiter. Wie sollte das Verhältnis LTV zu CAC zum Zeitpunkt des Seed-Investments stehen? Also für alle, die sich gerade fragen, CAC sind Customer Acquisition Costs und Customer Lifetime Value ist die zweite Abkürzung und man sagt eben immer, es macht nur Sinn, einen Kunden zu gewinnen, erstmal grundsätzlich, wenn die Akquisitionskosten geringer sind als der Lifetime Value, also wie viel Umsatz kommt über den Kunden, über die Zeit, die er das Produkt nutzt, zusammen. Und da kann man eben diese Ratio, die ist auch wirklich sehr, also hilft mir auch immer, wenn die schon mal sauber formuliert wurde in einem Pitch Deck, entscheidend, um zu sehen, ist es ein Geschäftsmodell, wo es Sinn macht, jetzt auch Ressourcen reinzustecken oder nicht. Und wie diese Ratio aussehen sollte. Also ehrlicherweise meistens, wenn die Teams zu uns kommen,
ist diese Ratio noch sehr hypothesenbelastet. Also heißt, es gibt noch nicht genug Evidenz, dass man wirklich ernsthaft sagen kann, diese Ratio, da stehe ich hinter und die wird es sein, sondern ich sag mal, ja, unter folgenden Annahmen haben wir folgende Ratio. Und ich glaube, ich habe mal einen Artikel gelesen und dementsprechend wäre das jetzt auch meine Antwort. So 1:3 soll es mal mindestens sein, also dass man dreimal mehr Umsatz vom Kunden macht, als man ausgibt, um überhaupt noch zu gewinnen. Ich glaube, 1:5 ist bei Softwareunternehmen schon gut, 1:7 ist irgendwie sehr gut. Und alles, was drüber ist, da frage ich mich dann immer, wenn ich den Pitch Deck sehe, ob nicht irgendwelche Kosten vernachlässigt wurden oder ob die Churn Rate zu gering ist. Also, falls ihr in euren Kalkulationen irgendwie irgendwelche verrückte Werte rausbekommt, macht es, glaube ich, auch Sinn, mal zu hinterfragen, ob ihr alles richtig, ob ihr alles einberechnet habt, was man, wenn man ehrlich zu sich ist, eigentlich da rein müsste. Super. Dann noch eine Frage von Alexander. Wäre die Beteiligung eines Rechtsanwalts im niedrigen einstelligen Bereich für Legal Services in einem hochregulierten Umfeld aus deiner Sicht problematisch? Nö. Also, sehe ich, habe ich bisher selten gesehen, aber ich bin ja auch Teil des Digital Tech Teams. Wir machen eher marktnähere Themen. Wir haben noch das Industrial Tech Team, die auch in häufig in regulierteren Märkten investieren und auch das Life Science Team, die fast immer in sehr regulierten Märkten investieren. Da kann ich dir keine empirischen Daten geben, wie häufig das vielleicht auch schon passiert ist. Bei uns ist es eher unüblich, einen Rechtsanwalt zu beteiligen, aber die Märkte sind auch nicht reguliert. Und ich glaube, es macht immer Sinn, wenn man sowas tut, klar zu skizzieren, was die Erwartungshaltung von euch ist, was der Anwalt dann wiederum für euch tut, was man sagt, wir haben zum Beispiel ein Kontingent von, weiß nicht, 5 Stunden in der Woche oder einer Stunde in der Woche oder 5 Stunden im Monat oder was auch immer, dass eben klar ist, es gibt irgendwo eine Gegenleistung, und dass man das vorher regelt, weil wenn dann erstmal die Beteiligung da ist und man das nicht geregelt hat, dann hat man ja auch keinen Hebel mehr, sondern kann theoretisch einmal sagen, okay, ob ich jetzt euch helfe oder nicht, ich habe die Beteiligung. Und das ist dann eher so Goodwill, weil ich euch, ja, weil wir gesprochen haben oder weil ich da weiterhelfen möchte. Super. Dann eine Frage von Christoph. Im Fall, dass die Gründer aktuell nicht Vollzeit im Startup arbeiten können, beispielsweise nur einen Tag oder 2 bis 3 Tage, ist es für einen Investor ein valides Argument, dass man in der aktuellen Phase noch seinen Lebensunterhalt anders verdienen muss, aber mit dem Investment Vollzeit einsteigen würde? Ja, also, es ist ja schwer dagegen zu argumentieren. Ich kann jetzt nicht sagen, also als Investor sagt, kann man ja nicht sagen, nee, du sollst jetzt deinen Job kündigen und weiß ich nicht, auf der Straße arbeiten, wohnen. Andererseits muss euch eben auch die Signalwirkung klar sein. Es gibt ja, also wir sehen ja viele Teams und sehr, sehr viele Teams arbeiten mit extrem geringen Gehältern vor der Seed-Phase, aus der Überzeugung, dass an dem, was sie arbeiten, sich irgendwann mal auszahlt. Und natürlich ist es dann ein Signal immer, wenn man Teams sieht, die sagen, das können wir nicht machen. Und wir sehen, wie gesagt, viele, also 95% der Teams machen es eben. Und dann, wenn 5% sagen, wir können es nicht machen, dann muss man eben konkret verstehen, warum das so ist. Und dass das Signal nicht das ist, ja, wir haben da irgendwie eine Idee, die finden wir auch gut. Und wenn jemand anders uns das finanziert, dann gehen wir da auch ins Risiko. Aber wenn nicht, dann bleiben wir einfach in unserem Job. Das ist jetzt sozusagen die sehr negative Annotation, wenn man so ein Konstrukt sieht. Dem müsst ihr irgendwie proaktiv idealerweise auch in den Pitchen vorbeugen. Super. Dann noch eine Frage von Peter. Sofern die Seed-Finanzierung über ein Darlehen gemacht wurde, dass erst im Exit-Fall zurückgezahlt werden muss, welche Zinssätze sind für den HTGF akzeptabel, um eine Folgefinanzierung zu machen? Boah. Also erstmal ist es ein Venture-Capital-untypisches Konstrukt, muss man sagen. Im Venture-Capital-typisches Konstrukt ist ja ein Wandeldarlehen, dass man sagt, es ist ein Darlehen, das hat einen Zinssatz, da könnte ich dir jetzt auch sagen, was für mich fair wäre, nämlich irgendwie so 3, 4, 5, maximal 6%.
was dann in der Finanzierungsrunde, die als nächstes kommt, in Anteile wandelt. Das würde ich euch auch immer empfehlen, so ein Konstrukt einem klassischen Fremdkapitaldarlehen vorzuziehen. Und bei einem Fremdkapitaldarlehen kann ich dir echt gerade ganz schwer eine Zahl nennen. Das habe ich noch nie gesehen. Oder zumindest nicht in Unternehmen, wo ich tiefer eingestiegen bin, dass es sowas gab. Also, sorry, weiß ich nicht, kann ich dir gar nicht sagen. Okay, ich würde sagen, ja, mit Blick auf die Zeit würde ich die Fragerunde an der Stelle auch schließen. Wir haben noch sehr viele Fragen, die sehr spezifisch sind, wo ja sehr viel beschrieben wurde und auch sehr detailgetreu. Also zum Beispiel eine Frage von Helge und Oskar. Euch kann ich nur ans Herz legen, ihr könnt sehr gerne auf Luis zugehen und auch alle anderen, die sehr spezifische, sehr ja auf ihr Startup abgestimmte Fragen haben. Vielleicht magst du noch mal die Folie kurz zeigen, wo deine E-Mail-Adresse steht. Ihr könnt gerne sofort die Frage, die ihr gestellt habt, in eine E-Mail hauen und Luis das fragen. Es ist einfach per E-Mail dann ein bisschen einfacher, auf solche sehr umfangreichen und sehr detaillierten Fragen zu antworten. Deswegen macht das gerne. Luis ist bereit, euch im Nachgang noch ja, diese Fragen zu beantworten. Und genau, Genau. dann würde ich die Fragerunde schließen und auch ja, herzlichen Dank an alle, die heute dabei waren, teilgenommen haben und auch ja, so sehr, sehr viele Fragen gestellt haben. Genau, das nächste Seminar, was wir haben, ist am 22. Juli mit unserem Kollegen Axel. Ich habe mir das Thema aufgeschrieben: Gesellschafterversammlung und weitere Rechte und Pflichten von Geschäftsführenden, Gesellschaftern in Startups. Genau, das findet am 22. Juli statt. Da kommen aber auch noch über unseren Founders Classes Newsletter die Infos. Wenn ihr sonst auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns gerne auf Social Media. Da habe ich auch noch eine Folie eingefügt. Vielleicht, genau, Luis, wärst du so lieb, auf die Ach so. Folie noch kurz zu gehen. Genau, ihr könnt euch gerne auf Social Media, uns gerne auf Social Media folgen. Da kommen auch immer die Infos genau über die neuen Founders Classes. Da werden aber auch zum Beispiel immer die Pitch Feedback Sessions gepostet. Wann die sind, mit Anmeldungen und genau, folgt uns gerne, meldet euch für den Newsletter an und ich freue mich total, euch alle wieder ja, beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen im Juli und würde sagen, auch danke dir, Luis, natürlich. Ich fand es selber sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool. Dankeschön. Danke dir. Und dann Ja, würde ich danke sagen, allen, die jetzt noch da sind. Und genau, der nächste Termin klingt ein bisschen trockener, ist aber ein super wichtiges Thema. Also klare Empfehlung, der Axel macht das bestimmt sehr gut. da bin ich mir auch ganz sicher. Und genau, wie gesagt, die Info auch zu der Pitch-Feedback-Session werde ich euch in die E-Mail im Nachgang packen. Seid gespannt, da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr euch dafür anmeldet. Dann würde ich sagen, beende ich das Seminar für heute und wünsche euch ein ganz, ganz schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss!